Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wird Ihnen präsentiert von M-Plakat. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich auf der Olympia-Parkharfe. Sie haben ja vielleicht schon gehört oder beziehungsweise festgestellt, dass alles teurer wird. Und ich möchte heute ganz einfach mal der Sache auf den Grund gehen, ob das hier auch so ist oder ob es nicht in Zukunft viel angezeigter ist, dass man öfters mal hier vorbeikommt, wenn man besonders schöne Stücke braucht. Das ist ja toll. Das ist eine sehr naiv gestaltete Madonna, eine schwarze Madonna. Da waren wir eine in Alt-Ehling gewesen. Das ist das Gips und dann interessanterweise hat die Dame auch Dinge aus. Schauen Sie, hier zum Beispiel so ein Renaissance-Paar mit Jesulein. Ist ja lustig, gell? Da liegt unten alles was in der Krippe. Gell? Ja. Wo haben Sie denn das her? Ein Fatschenkind. Ein Fatschenkindl? Ja. Ja, da dann der Stoff dazu passen, weil das ist praktisch jetzt Wachs. Aber das sind die wieder aus Ton, oder was? Ja. Wo haben Sie denn das her? Das ist ja außergewöhnlich. Schauen Sie, das ist jetzt für den Christbaum zu schwer. Das gebrannter ist Ton. Diese sind ja auch für einen Christbaum zu schwer. Ja, ja, aber nein, das wächst halt schon, oh, das ist auch ziemlich schwer. Nein, aber wo haben Sie die her? Darf man das erfahren? Das müssen Sie nicht erzählen. Und jetzt Ihre, was weiß ich, Ihre Quellen preisgeben. Nein, was heißt die Quellen? Mein Mann hat einen Holzchristbaum, der Zusammenbaum ist. Ah. Und der ist an der Wand zum Oberstock. Und ringsherum als Dekoration hatte er diese ganzen Sachen. Dann gibt es auch noch so ganz kleine. Es gibt noch so andere, die habe ich jetzt schon eingepackt. Wir haben schon zusammengepackt. Ja? Wir sind leider etwas spät dran, Damen und Herren. Das sind die Gegenstücke, oder? Das sind die, ja, die zum Backen halt genommen werden. Okay. Aber zum Bauer. Schauen Sie mal, wenn Sie mal dem Herrn hier anschauen, ich lege mir so als Kamerasicht, wenn Sie mal den Bart anschauen, der ist eigentlich zum Bauer, ist das schon fast fein, oder? Fein auch gearbeitet ist, nicht? Darf ich mir eine Frage stellen, wie lange sind Sie eigentlich schon auf dem Flohmarkt? Wie lange heißt das schon? Das kann ich also so nicht. Ich habe vor 13 Jahren bin ich mal umgezogen. Da war ich ungefähr, ich glaube, 10 Mal gewesen, bis ich das alles aus dem Haus raus, wenn man will, sozusagen Menschen gefunden habe. Mein Problem ist, ich kann nichts wegschmeißen. Nein. Ich kann mich trennen. Okay. Aber dann muss irgendjemand was kreieren, der es weiterführt, oder? Und der Flohmarkt ist für mich die Gelegenheit, dass ich sage, okay, vorhin, das habe ich verschenkt. Ja. Na, das ist ja auch kein Problem. Wenn es jemand gerne mag, dann ist es gut gegangen. Ich brauche es nicht wegwerfen. Andere sagen, warum stellst du keinen Container vors Haus und schmeißt es weg? Das kann ich nicht. Und das will ich auch gar nicht. Das sind alles Dinge, die wir noch brauchen. Und mit denen man auch leben kann. Und damit hat man gelebt. Und darum würde ich sagen, ist es zu schade, um es wegzuwerfen. Ja. Sie haben da völlig recht. Und ich sehe das ganz genau so wie Sie. Schauen Sie, eine alte Schnupftabakflasche, also Schnupfpulver eigentlich. Gell? Was ist das für weißes Schnupfpulver? Pulver war der Schnupftabak. Was? Weißes Schnupftabak. Ja, ja, das gibt's. Das ist, Mein Großvater hat ein Zigarren- und Tabakgroßhandelsgeschäft gehabt in Amberg. Okay. Und daher kannte ich die Schnupftabaksgeschichten. Ja, ja. Und alle Zigaretten, die es damals gegeben hat. Das war 1942, da war ich in der zweiten Klasse. Bin Jahrgang 36. Was, 36? Ja, gute Vorkriegsware. Ganz schön 87. Alt. Ja. 87? Ja. Das machst du dann immer noch. Jeden Tag da früher rausfahren und dann aufbauen und dann als Letzte wieder zusammenbauen und wieder heimfahren. Gut, ja, mein Mann, da sagst du immer, der Aufwand, und warum machst du das? Das kann ich schon sagen, weil es einem wahrscheinlich Spaß macht, oder? Man hat auch Spaß dabei. Ja. Es ist nicht langweilig. Es kommen nette Leute, wie zum Beispiel Sie. Danke. Aber es kommen auch andere, jetzt heute durch das Gewitter und den Sturm. Gott sei Dank ist nichts zu Bruch gegangen. Ne? Also sind Sie da reingekommen, oder was? Ich habe ja gerade die Rüsenplane, die ich hier oben drüber gemacht habe. Und habe alles wieder ausgeleert, weil alles voll Wasser war. Und wenn man lang genug bleibt, dann trocknet es auch wieder. Sie haben wirklich schöne Flaschen da. Also das ist alles aus dem bayerischen Wald, oder? Ich habe auch schon heute welche verkauft. Kobaltblau, schauen Sie zum Beispiel, das Weißbierglasl hier. Ja. Kobalt, Mund geblasen. Das ist mundgeblasen, verstehe ich? Ich weiß, das sieht man ja unten. Das sind wirklich tolle Sachen. Ja, das ist halt. Oder hier, schauen Sie, grünes Glas, das ist versilbert. Da ist ein Silber dort.
Aber schauen Sie mal, diese Deckelvase, ja? Wenn Sie im Internet nachschauen, da kostet die 150 Euro. Ja, wundert mich jetzt nicht. Bloß bezahlt es niemand. Nein. Das sind halt alles Dinge, die einfach halt ein bisschen älter sind. Nicht? Oder das alles aus der Provence, das ganze Geschirr, Einzelteile verkauft. Ach so, und das gehört ja alles zusammen, gell? Mal, das gehört zusammen. Aber ich verkaufe es als Einzelteile, weil als Ganzes nimmt es niemand. Zinn. Das Kilo Zinn kostet jetzt 8 Kilo. 8 Kilo Zinn? Entschuldigung, 8 Euro. 8 Euro. Kilo. 8 Euro. Und die meisten, die fragen, was kostet das zusammen, da weiß ich schon. Die wollen es einschmelzen. Mach ich nicht. Ja. Ich habe gerade zwei sehr schöne Zinn-Kerzenleuchter verkauft. Mhm. Gut, jeder für 10 Euro. Was natürlich ein absolutes Schnäppchen ist. Aber Zinn will kein Mensch mehr. Ja, das ist wirklich vorbei. Wollte ich gerade sagen, was ist das? Feinsinn. Feinsinn. Das ist wichtig. Okay. Und da schauen die, aber kommen schon, schauen schon immer, dann weiß ich schon. So eingeschmolzen werden. Ja. Würden die sowas einschmelzen lassen? Ich nicht. Das ist wirklich. Vor allem, ich hab dann immer vor Auge den Menschen, der es gemacht hat. Ja. Das ist ja hohe Kunst, sowas herzustellen. Verstehen Sie das? Eben. Und das einfach so vernichten. Macht man nicht. Nein. Jetzt nur eine letzte Frage, bevor ich mich von Ihnen trenne. Seepferdchen. Also ist mir schon klar, dass es ein Seepferdchen ist. Ja, das war vielleicht einmal eine Schachfigur von einem sehr großen Schachspieler, der Springer gedacht. Nee. Man das nicht? Nein, glaube ich nicht. Dernen Sie eigentlich jetzt nur sagen, der Zunehmer, wenn es immer weniger wird, oder haben Sie noch so viel daheim, dass Sie sagen, das reicht bis an mein Lebensende, was ich zum Verkaufen habe? Ja, wie Sie ausschauen, glaubt mir nicht, dass Sie aufhören können. Verstehen ja, Sie? Aber es kommt darauf an, wann mein Lebensende ist. Ja, irgendwann sind 20 Jahre. Sagen wir doch mal ehrlich, oder? So wie Sie ausschauen, dauert das noch recht lang. Ich weiß nicht, ob Sie noch die Hutzelmännchen kennen. Ja, Zwetschgenmantel. Ja, so würde ich dann wahrscheinlich ausschauen. Aber das macht nichts, verstehen Sie, solange Sie sich rühren können und Auto fahren, hören Sie doch nicht auf. Nein. Aber ich meine, irgendwann wird es ein Ende haben. Es ist Folgendes, das Haus meines Mannes muss leer gemacht werden. Okay. Und wir sind ja erst seit 2 Jahren verheiratet. Wir sind ein absolut junges Ehepaar. Wir sind sozusagen noch im Honeymoon. Ich lache jetzt nicht, weil ich lache, sondern weil ich mich frei für Sie verstecke. Ja, haben Sie allen Grund. Ich habe da zwei so dumme Sprüche. Das Beste kommt am Schluss. Lieber spät als nie. Und das Beste im Leben bin ich. Ja. Und man muss auch immer Ziele haben. Wo will ich hin? Was will ich machen? Und nicht um jeden Preis. Aber man muss schon dahin arbeiten. Und ich hab ein tolles Leben gehabt, würde ich sagen. Rauf und runter, alles, möchte gar nichts missen, obwohl viel Blödsinn dabei war, nicht sicher. Wenn man sich mit Freuden zurückerinnert, jetzt die allerletzte Frage, wie haben sich die Preise bei Ihnen in den letzten 3 Jahren entwickelt? Sind es teurer geworden oder sind Sie preislich gleich geblieben? Die sind überhaupt nicht gleich geblieben. Wir haben also letztes Jahr, ich muss sagen, das war schon ein heftiger Einbruch. Es ging um einen Hausverkauf, 1,2. Wir wollten das verkaufen und dafür gleichwertig eine Wohnung in der Stadt, die eben barrierefrei, altersgerecht ist. Jetzt würde man 850 oder irgend sowas dafür bezahlen, das ist ein massiver Einbruch. Man sagt dann immer, ja, das ist ja eine Blase gewesen. Ja. Mag ja sein, aber die Blase betrifft nicht die neuen Neubauwohnungen. Dafür kriegen sie gar nichts. Nicht? Das stimmt also so nicht ungefähr. Jetzt haben wir eine Mietwohnung und vermieten das Haus. Und deswegen muss das jetzt alles irgendwo weg. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Isar Solar steht für ganzheitliche Lösungen rund um das Thema erneuerbare Energien mit dem Schwerpunkt von Solarprojekten aller Größen. Unter dem Dach der Isar Solar bekommen Sie alles aus einer Hand. Von der professionellen Planung über fachgerechte Montage bis hin zur passenden Finanzierungslösung. Ganz gleich ob Eigenheim oder Gewerbeimmobilie, ob Neubau oder Bestandsobjekt. Investieren Sie jetzt in Ihre Solarzukunft mit Isar Solar. Wir sind für Sie da.
So ein Bett ist einfach nicht zu beneiden, was das alles aushalten muss. Da wird gespielt, gelesen. Sag mal, könntest du mich ganz kurz... Seid einfach lieb zu eurem Bett. Red Shopping Week bei XXX Lutz. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, Parkharfe, Geheimtipp. Schauen Sie mal, was hier Wunderbares liegt. Total schönes Werkzeug, neu gebraucht. Geschlungene Feilen, alte Feilen, neue Feilen, Maulschlüssel. Das finde ich besonders schön, schauen Sie hier. Ein Lineal mit Bleistift. Wo haben Sie denn das her? Haben Sie mal ein Lineal gekauft und haben Sie es dann nicht gebraucht? Oder? Wie muss man sich das vorstellen? Ich weiß nicht. Also, wo kommen Sie her? Entschuldigung, Sie, wir sprechen. Aus Polen oder wo? Polen oder Tschechien nicht oder wo? So gut, Ukraine. Oh, Ukrainer? Ja. Sehr angenehm. Das ukrainische Ware. Das finde ich jetzt toll. Schauen wir mal, Damen und Herren, was der Ukrainer so nach München mitbringt, wenn er es geschafft hat, ein paar Dinge, die man noch brauchen kann, von der Heimat hinüber in den Westen zu retten. Jawohl, das sind nicht lauter ukrainische Sachen. Aber hier zum Beispiel ein Gegenstand, den man unbedingt für das Oktoberfest braucht. Wissen Sie, es kann ja mal sein, dass wir zu irgendeinem Stammtisch auf die Wiesn gehen und dann haben die keinen Wechsel da. Oder der andere Wechsel geht nicht mehr, dann könnten Sie sich hier im Vorfeld ein bisschen ausrüsten. Dann ein Jack Daniels Gürtel, habe ich auch noch nie gesehen. Dann hier Pyrit. Es ist immer interessant, wissen Sie, was das für Mischungen sind, die die Leute da stehen haben. Dann hier, wunderbar, schauen Sie. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist. Das ist ein Sufi, Tanz der Derwische, Sie haben es doch bestimmt schon gehört. Das ist so ein muslimischer Orden, die halt dann tanzen und dann so in eine Art Trance geraten und so praktisch zu Allah beten. Das ist wirklich schön. Wunderschön. Also und hier innen drin scheint sogar, wenn es ein Schraubgitter, da kann man aufschrauben. Ein Derwisch. Und die Hände sind das ein bisschen geschlampert gemacht, aber der Ausdruck und die Formgebung, das war schon einer, der es keiner hat. Dann hier ist sozusagen das christliche Gegenstück, das Abendmahl, Jesus Christus mit zwei Jüngern. Und dann schauen Sie hier, ich darf gar nicht lang schauen, nur zum guten Schluss, schauen Sie, Jugendstil. Jugendstil in Messing, da kennen Sie das Bild von Ihrer Schwiegermutter rein, da, die Freize, wenn sie noch lebt. Jugendstil. Ist also nichts nachgemacht, das ist noch. Also von den. Obwohl, nein, das schaut schon sehr. Denken Sie, sieht man hier immer an diese Lötstellen. Das ist also Hartlot gewesen. Das war ganz auf die Schnelle gemacht. Der hat das nicht schön gemacht. Aber das macht ja nichts, das Ding schaut schön aus. Ne? Wie gesagt, wenn Ihr Schwiegermutter drin ist, schaut es noch viel besser aus. Also, das war jetzt ein kleines Erleben hier auf der Parkharfe. Am Olympiazentrum. Jetzt sind Sie an der Reihe. Ich wünsche Ihnen dazu viel Spaß und viele tolle Funde. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wurde Ihnen präsentiert von M-Plakat. Sie sehen eine Wahlwerbesendung der Parteien zur Landtagswahl am 8. Oktober 2023. Für den Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Parteien verantwortlich. Bayern ist ein schönes Land. Und sind wir ehrlich, in Bayern lebt sich's auch besser als anderswo. Das ist kein Zufall, es ist das Ergebnis harter Arbeit. Und wir wollen auch, dass das so bleibt. Wir wissen, dass es Krisen gibt. Aber wir kommen durch diese Krisen durch. Wenn wir zusammenstehen und wenn wir zusammenhalten. Wir in Bayern bekennen uns zu einem modernen Land. Wir sind ein sicheres Land. Wir sind ein leistungsfähiges und auch ein soziales Land. Und das soll auch in der Zukunft so bleiben. Am 8. Oktober beide Stimmen für die CSU. Sie sahen eine Wahlwerbesendung der Parteien zur Landtagswahl am 8. Oktober 2023. Für den Inhalt sind Ausschüsse.